Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch den Ferrari Daytona vorstellen. Und zwar nicht das rote Original von Lego, sondern ein Plagiat aus China. Und er ist nicht in Rot wie das Original-Lego-Modell, sondern er ist hier in Schwarz und Gold gehalten. Gleich zu Beginn. Ja, Plagiat ist natürlich nicht legal, darüber braucht man nicht diskutieren. Es ist natürlich nicht in Ordnung, dass die Chinesen das einfach so kopieren, auch die Anleitung 1:1 übernehmen und dann für unter 100 Euro inklusive Versand auf den Markt schmeißen. Aber ich zeige es euch trotzdem, wie auch immer eure Meinung ist, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich klemme gerne mit Klemmbausteinen. Er ist günstig, das Original kostet über 300 Euro, 350. Hier bekommt man es für 100 Euro und das war für mich Grund genug, ihn euch zu zeigen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, müsst ihr euch das Video ja nicht ansehen. So, also den Daytona Ferrari in Schwarz-Gold als Plagiat aus China. Was kann er? Wie ist die Qualität? Wie lässt er sich zusammenbauen? All das werden wir uns hier Schritt für Schritt anschauen. So, dann schauen wir uns gleich einmal die Anleitung an. Die Anleitung, die mitkommt, ist das von Lego Original. Die Chinesen haben das einfach kopiert und wieder als ein Büchlein zusammengebunden und gedruckt. Es ist natürlich nicht die ganze Geschichte drinnen, wie bei der Lego-Anleitung. Da beginnt es ja mit 20 Seiten Einführung. Hier auf der ersten Seite geht es dann auch schon los. Und wie ihr sehen könnt, tut sich hier einiges auf diesen Seiten. Denn die Chinesen kopieren hier mehrere Lego-Seiten-Anleitungen in die Seite hinein. Das heißt, wir haben hier eine sehr kompakte Anleitung mit sehr vielen Schritten pro Seite, damit das relativ klein gehalten ist. Das ist auch etwas schwierig manchmal, um die Übersicht zu behalten. Auch hier beim Getriebe mehrere Schritte gleich auf einmal abgebildet. Das gibt es so in der Lego-Anleitung nicht. Und sie haben immer das rausgezoomt, was gerade wichtig ist und nicht alles dargestellt. Diese Anleitung ist der erste Entwurf, den Lego für das Modell online gestellt hat und da war ein Getriebefehler drin, ein Baufehler. Den haben sie mittlerweile behoben. Das ist aber noch die alte Version mit dem Getriebefehler. Und zwar ist hier eines dieser Getriebeteile, mit denen man das Getriebe schalten kann, eines dieser orangen Teile falsch herum eingebaut. Daher würde ich euch ganz einfach empfehlen, baut nicht mit der mitgelieferten gedruckten Anleitung, sondern ladet euch die Originalanleitung per PDF von Lego runter. Die kann man ganz einfach auf der Lego Homepage sich runterholen und dann baut das nach dieser Originalanleitung, denn dort ist der Fehler schon ausgebessert. Wie ihr auch sehen könnt, das Auto ist ja hier in Schwarz und hier haben sie es natürlich in Rot abgebildet. Die Mühe, dass sie die Teile auch noch umfärben, haben sie sich nicht gemacht. Und das ist bei diesem Modell auch eines der großen Kritikpunkte. Denn das, was man dazu bekommt, ist einfach so ein Beipackzettel, auf dem drinnen steht, die roten Teile wechsel gegen die schwarzen Teile. Nur leider funktioniert das nicht so einfach. Das heißt, während man im Schnitt 8 Stunden Bauzeit hat, verbringt man nochmal 8 Stunden damit, die richtigen Teile zu suchen und dort, wo sie hinkommen. Noch dazu ist in dieser Abbildung, der einzige Anhaltspunkt, wie die Farben hier sein sollen und auch nicht immer korrekt. Das kann ich euch an einem Beispiel gleich zeigen. Die Spiegel hier sieht man es und hier sieht man es auch, sind hier noch in Schwarz abgebildet. Da sieht man es besser und geliefert werden die Spiegel aber hier in Gold. Das ist aber nicht die einzige Verwirrung. Es ist nicht sehr klar erkennbar aus der Anleitung,
welche Teile jetzt vom Originalrot ins das Gold ersetzt werden oder auch hier der Innenraum. Die Sitze sind ja im Original, glaube ich, blau irgendwie. Hier sind sie weiß und rot. Das ist nicht immer klar, weil die Teile nicht sortiert sind. Sie sind dabei und man muss sich anhand dieser Abbildung oftmals sehr genau überlegen, welche Farbe wohin kommt. Das ist kein Problem. Hier oben, das ist natürlich kein Problem. Hier hinten, ja, da sieht man es ja. Und auch vorne ist das kein Problem. Aber spätestens bei den Sitzen und bei den Kleinigkeiten, die unten drunter verbaut sind, fragt man sich sehr oft, welche Farbe man verwenden soll, weil es das Teil jetzt in Rot gibt, in Schwarz gibt, in Gold gibt. Und sie sind nicht getrennt. Also das ist ein Manko, dass sie das nicht umgefärbt haben. Da muss man ordentlich probieren. Ich habe auch einige Teile wieder zurückbauen müssen. Das ist etwas nervig. Ja, aber die Mühe ist es wert. Man hat zum Schluss ein wunderschönes schwarzes Modell, schwarz-goldenes Modell. Übrigens gibt es dieses Modell nicht nur in Schwarz-Gold und Originalrot, sondern es gibt es auch in Gelb, in Blau, in Grün und in Lila habe ich es auch gesehen. Also je nachdem, welche Farbe man gerne hat in seinem Regal, kann man sich den in fünf, sechs verschiedenen Farben ordern. Ich habe ihn jetzt mal in Schwarz geholt. Hat man sich dann durchgekämpft durch das Farbenchaos? Ist die Erleichterung groß und man kann ihn voller Stolz anschauen und ist froh, dass er endlich fertig ist. Ja, so viel zur Anleitung. Der Aufbau ist Lego-typisch, lässt keine Schwierigkeiten technisch offen. Das einzige Problem ist tatsächlich das Farbenchaos, weil man oft nicht weiß, welches Teil man wo wie verwenden soll. Dann die Teilequalität. Was kommt denn hier alles mit? Wir bekommen hier ein Typenschild mit. Hier stehen die Daten, so wie beim Lego Original vom Auto drauf. Das ist ein Print. Das hier ist alles gedruckt. Es kommt aber auch so eine Plankoscheibe mit. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Man braucht sie nicht. Warum die das doppelt liefern, einmal nicht bedruckt und einmal bedruckt, ich habe keine Ahnung. Besser ein Teil zu viel als zu wenig, könnte man sich da denken. Das hier ist aber auch der einzige Print. Ja, das muss man wissen. Denn im Lego-Originalfahrzeug gibt es viele, viele Prints auf diesem Fahrzeug. Von dem Ferrari-Zeichen bei den Reifen über die Motorhaube, einen Tankdeckel, das Lenkrad, die Armaturen und so weiter sind beim Lego-Modell alles Prints. Der hier hat keinen einzigen und es kommen auch keine Sticker. Das Typenschild ist wirklich der einzige Print. Ich habe auch vom Vorgänger, vom Lamborghini Sian, ein Plagiat gebaut. Der war auch mit den identischen Prints, da wurde der geliefert. Hier kein einziger. Vielleicht kann man dann auch nicht so von einem Plagiat sprechen, aber das finde ich schade. Es wäre schon schön gewesen, den auch zu bedrucken. Aber ja, ich verstehe es, wenn man das Teil in 5, 6, 7 verschiedenen Farben liefern kann und liefert, das dann noch alles zu bedrucken und zu sehen, dass es mit allen Farben schön abgedeckt ist und schön aussieht, ist, dann würde man das Teil nicht für unter 100 € bekommen. Das muss man auch wissen. Also seid nicht enttäuscht, ihr müsst darüber Bescheid wissen. Prints gibt es hier keine, vom Typenschild abgesehen. Die Teilequalität, die ist hervorragend. Die Zahnräder, die Kolben beim Motor, das funktioniert alles genauso gut wie beim Lego Original. Hier klemmt nichts, es rattert nichts, es rutscht nichts durch. Das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Das ist alles einwandfrei. Hier gibt es keinen Unterschied. Die Klemmkraft ist manchmal höher als bei den Lego-Modellen, was gut ist, dann hält das alles super zusammen. Bei den blauen Dreierpins ist die Klemmkraft enorm hoch.
Und zwar so hoch, dass man die wirklich mit einem Quietschen in die Pin-Aufnahme hineingibt. Und wenn man sich da einmal verklemmt hat und den wieder rausziehen möchte, habe ich auch zwei, drei dieser blauen Pins mit einer Zange rausziehen müssen, damit man keine blutigen Finger bekommt und den auch gleich verbogen, weil man so fest zugreifen muss. Also die blauen Dreierpins, die sind zu hart. Es ist gut für die Stabilität des Modells, aber da haben sie etwas über das Ziel hinausgeschossen. Auch die Achsen sitzen sehr, sehr fest. Das geht noch, aber sie sitzen sehr, sehr fest. Im Grunde kann man sagen, alle Teile sind eher ein bisschen zu fest als zu locker. Passt beim Bauen auf, verbaut euch nicht, denn das Zurückbauen, das geht oft in die Finger und kann schon einmal ein bisschen wehtun. Aber für ein Technikmodell dieses Ausmaßes ist es eher besser, wenn es zu fest ist als zu locker. Die Teile, die goldenen, sind alle schön. Es ist alles hier wunderbar lackiert, keine Kratzer. Es kommt alles wunderbar her. Und das Schwarz ist natürlich auch sehr schön. Keine Kratzer. Das, was glänzen soll, glänzt. Und was matt ist, das ist halt matt. Das sage ich deswegen so, weil auf der Abbildung im Internet, die ihr findet, und auf den Produktvorstellungen sieht das Auto aus, als wäre es komplett glänzend. Und das stimmt nicht. Wir haben hier zum Beispiel diese Liftachsen, die sind glänzend. Diese Paneele hier bei der Seite, die sind matt. Da muss ich ein bisschen aufstehen. Auch hier haben wir so glänzende Eckliftarme. Hier ist es aber matt. Das sieht man dann schon. Auch hier vorne, diese Paneele hier bei der Motorhaube, die sind auch alle matt. Das hier, dieses Panel, ist ein anderer Glanz als diese Kotflügel, die hier drauf gebildet sind. Und auch hier, das zieht sich so durchs ganze Modell durch. Diese Liftarme hier sind bei der Seite glänzend, während dieses Panel hier matt ist. Da täuschen sie schon ein bisschen, da tricksen sie schon ein bisschen bei den Fotos, die man hier sieht. Also auch hier hinten, die sind glänzend, da vorne ist es matt. Bei der Tür kann man sehen, nicht einmal glänzend, hier unten matt. Beim Heckspoiler, diese Teile glänzend, diese Paneele hier matt. Da tricken sie schon ordentlich. Auch hier, das sind Unterschiede, damit es eben gut aussieht. Ja, die Teile gibt es halt nicht glänzend, aber ja, dessen muss man sich bewusst sein. Es sieht auf den Fotos dann etwas anders aus als hier. Wenn er jedoch im Regal steht, wenn ihr ihn euch so anseht, dann fällt es kaum auf. Weil die Schwarztöne sind alle Schwarztöne. Ja, da gibt es keine Abweichungen. Das ist alles das gleiche Schwarz. Das mit dem Gold sieht super aus. Ich blende euch auch immer wieder ein paar Fotos ein. Von unten sieht man die Technik, wie sie es jetzt immer so machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung und gut so, damit man auch ein bisschen sieht vom Achtganggetriebe. Die Reifen, die sind wunderbar, ohne Fehler, sehr schön mit Gold überzogen oder lackiert. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Und somit gibt es überhaupt nichts zu meckern. Man muss nur wissen, matt und glänzend wechselt sich manchmal ab. Goldteile wunderbar und die Klemmkraft, die ist eher zu fest als zu locker. Dann schauen wir uns noch kurz die Funktionen an. Die sind natürlich identisch mit dem Lego-Modell. Es ist ja ein Plagiat. Da gibt es nicht viel zu sagen. Gehen wir sie nur kurz durch. Einmal die Motorhaube, hier die Zahnräder für die Lenkung. Da vorne wäre dann der Kofferraum. Man hat eine funktionierende Lenkung. Und das Lenkrad dreht sich innen mit. Wir haben eine sportliche Federung.
die funktioniert, aber natürlich ein Sportauto, der Federweg ist dementsprechend natürlich gering. Das ist ja ganz klar. Wir haben hier dann die Motorhaube, ist natürlich hinten, die man aufmachen kann. Dann sieht man hier den Motor, leider auch ohne Prinz. Die Kolben kann man von der Seite her ahnen. Und wir können dann mit diesen Liftarmen, die hier drinnen sind, die runterdrücken und dann schwenken die Flügeltüren auf. Das geht natürlich auf beiden Seiten. Ich glaube gesehen zu haben, dass beim Lego-Modell, die sich langsam dann wieder runtersenken, aufgrund der hohen Klimmkraft ist das hier nicht so. Hier muss man sie wirklich aktiv nach unten drücken. Auch hier der Deckel, auch wieder mit vielen verschiedenen Farben. Da kommen dann eben auch die Fragen auf, welche Farbe nimmt man für welchen Bauschritt, weil das nicht immer eindeutig ist. Auch hier sind rote Teile verbaut. Die gibt es aber auch in vielen verschiedenen Farben. Da weiß man dann oft auch nicht, gehört hier das Rote her, gehört das Schwarze her. Aber dann fehlt das Schwarze irgendwo hier außen und dann sieht es auch nicht gut aus. Also das eben sind das ganze Farbchaos. Man kann dann hier diesen Deckel abmachen. Dann hat man so eine Art Targa-Version. Dann kann man hier in den Innenraum schauen. Hier sind dann die ersten Fragen, wenn man diese Sitze macht, weil man hier weiße, rote, schwarze, goldene Steine hat, aber in der Anleitung nicht sieht und auch auf den kleinen Beipackzettel nicht sieht, wie die Sitze im Endeffekt auszusehen haben. Das weiß man nicht, das kann man sich denken. Ich habe sie so gemacht, ich hoffe, das wird so passen. Es sieht für mich gut aus und habe ich so gelassen, aber hier ist dann das erste große Chaos, weil man eben wirklich nicht weiß, weil es hier viele verschiedene Farben gibt, wie das im Endeffekt auszusehen hat. Kann sein, dass das in Rot eine andere Farbe sein soll. Ich weiß es nicht. Ich habe es einmal so gelöst. Natürlich kann man den Gang hier über den Leerlauf stellen. Ihr hört, der fährt ganz gut. Man kann dann den Hebel nach vorne geben, den Vorwärtsgang drinnen, dann drehen sich die Motorkolben mit. Also ihr hört, das funktioniert. Kann man schieben, es blockiert nichts. Ja. Das läuft wunderbar mit. Die Qualität der Zahnräder hier wirklich top. Und man kann den Rückwärtsgang einlegen. Da gibt es halt dann eben nur eine Übersetzung. Und dieser Kolben hier, der dreht sich dann auch mit. Einmalig. Also es funktioniert wirklich wunderbar. Ich zeige euch dann noch, dass die Gänge funktionieren. Dann nehme ich den Spiegel ab, damit ich das hier herlegen kann. So. Dann schalte ich hier mal die Gänge durch. Da könnt ihr sehen, dass das einfach super funktioniert. Ja, da verhakt auch nichts, raufschalten. Dann kann man hier auf der anderen Seite alle Gänge runterschalten, also das ist wie beim Lego Original, da gibt es keinen Qualitätsunterschied. Der ist wirklich, wirklich sehr gute Teilequalität. Ja, und das war's dann auch schon. Es ist ja nur ein Technikmodell, Technik mit Funktionen, die das Auto eben hat. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Dann noch abschließend eine kurze Zusammenfassung. Das Gute ist, man bekommt das Auto sehr günstig, unter 100 Euro. Man bekommt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich hier für die schwarz-goldene entschieden. Das sieht auch wirklich sehr gut aus. Die Teilequalität ist super. Die Pins oftmals ein bisschen zu hart, aber ein Technikmodell diesen Ausmaßes besser zu hart als zu wenig Klemmkraft. Und man muss wissen, dass die schwarzen Teile alle top sind, ohne Kratzer, schön sind, aber dass es nicht so aussieht wie auf den Produktfotos, wo alles glänzend ist, sondern hier wechselt sich matt und glänzend ab. Der Nachteil ist, ja, wenn stört, es ist natürlich eine Kopie von Lego, ganz klar. Und was man wissen muss,
Es gibt keine Prints dabei. Ja, das Lego Original hat einige Prints dabei. Das hier kommt gänzlich ohne Prints. Der einzige Print, der mitkommt, ist diese Modellpalette. Alles andere ist printfrei, daher auch in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Ja, für das Geld macht man nichts falsch, meiner Meinung nach. Unter 100 Euro, top Steinequalität. Aufbau, Lego-typisch, ist ja eine Kopie. Lässt keine Fragen offen. Das Farbenchaos ist sehr nervig und anstrengend bei einigen Schritten. Man ist dann froh, wenn man durch ist und das Auto dann hier so steht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Auto einigermaßen gut näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir es einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Danke sehr, alles Gute.